Wir kommen zum ersten Preis in der Kategorie Sport. Der Preis geht an ein Projekt, das schon seit 30 Jahren unterwegs ist. Es geht an den FC Thurgi, der ihren Sportplatz umbauen will. Und deshalb stellen wir gerade mal die Frage, was wollt ihr konkret mit dem Geld an eurem Sportplatz umsetzen? Zuerst einmal vielen Dank, Eugen Pfiffner. Im Namen vom ganzen Projektteam Oberau, vom ganzen Vorstand und von allen Vereinsmitgliedern vom FC Thurgi möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken für den Beitrag als Projekt Oberau. Es ist super, dass eine Firma wie die IBB Vereine in diesem Umfang unterstützt. Das kann man wirklich sehr gut brauchen. Wir werden das konkret einsetzen, wie es darauf steht, für die Ausstattung vom Materialraum. Das heisst, wir werden uns mit dem Geld den ganzen Materialraum einrichten, wo das ganze Trainingsmaterial drin ist. Das heisst Ballkästen und so weiter, sodass Trainer und auch alle unsere Spieler wirklich eine gute Basis haben, damit sie das Training gestalten können. Dankeschön.